Jo Freunde, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge von MotoGP 23. Heute geht's weiter mit den kurzen Testfahrten in Jerez. Im letzten Part, ich nehme gerade die Folge im Anschluss auf, ihr seht, das T-Shirt ist komplett nass geschwitzt. Wir hatten ein Top-Wochenende, Podium im Sprint, Fünfter beim richtigen Rennen und damit jetzt eben ein paar Entwicklungspunkte. Und ich schau mal, was wir so am besten machen sollten. Bereite dich vor auf die Tests. Das erhöht die Traktion, okay. Und damit hat man quasi bessere Höchstgeschwindigkeit. Fahrverhalten vielleicht auch mal eine Idee. Warte mal, das steht, wenn man das hier verbessert, ist die Beschleunigungsphase besser. Das ist eigentlich unser Problem. Kontrollierte Kraftstofflieferung mache ich mal. Ah, man kann jetzt quasi beide Motorräder quasi verbessern, also A und B. Dann mache ich mal noch die aerodynamische Belastung. Will ich mal gucken, was das jetzt so alles bringt. Schaut euch das mal an. 9 Punkte, also 3 Punkte Verbesserung. Alter, okay, also das ist echt krass, diese 5 Punkte. Scheinen sich doch sehr stark zu bemerken. Okay, bin ich mal gespannt, was das jetzt bringt. Ey, ich hoffe, dass wir damit wirklich sehr viel große Fortschritte machen werden. Da wäre ich schon echt mega happy, wenn das klappen sollte. Ja, damit legen wir los. Erstmal mit dem normalen Motorrad, was eben ich ausgewählt habe, mit sehr viel mehr Kraftstofflieferung, was angeblich eine bessere Beschleunigung bieten soll, was ein sehr großes Problem bei uns immer ist. Mal schauen, was jetzt mit dem Motorrad so geht. Wir hatten ja eigentlich ganz gute Rundenzeiten, 1:39,4. War unsere beste Runde im Rennen. Erste Runde 1:40,7, aber das Motorrad fühlt sich eigentlich ganz gut an, liegt relativ solide auf der Strecke, gefällt mir. Eine Sache, die ich letzte Folge noch nicht erzählt hatte vom Urlaub, und zwar wollten wir eigentlich Kart fahren gehen, aber die Preise in Mallorca sind so übertrieben, also für 8 Minuten Kart fahren hätte man für ein Kart, was gerade mal 50 km/h, glaube ich, geschafft hätte, 25 Euro gezahlt für 8 Minuten, das ist unglaublich. Hier in Deutschland zahlt man für eine halbe Stunde gerade mal 20, 25 Euro. Und hier zahlt man einfach für 8 Minuten 25 Euro in Spanien. Das ist so verrückt, also diese Preise. Und da haben wir natürlich dann nichts gemacht, weil ganz ehrlich, das lohnt sich nicht. Nur weil man auf Mallorca ist, dann dafür quasi 4-5 mal so viel zu bezahlen fürs Kartfahren. Und das war wie gesagt nur die günstige Variante. Es gab noch ein schnelleres Kart für 50 Euro pro 8 Minuten. Also, naja, keine Ahnung, was da abgeht bei den Preisen in Spanien beim Kartfahren. Wahrscheinlich, weil die Mietkosten dort relativ hoch sind, aber keine Ahnung. Weil Benzinpreise waren auch genau gleich teuer wie in Deutschland, sogar tendenziell etwas günstiger. Und damit sind wir am Ende ein bisschen schneller mit der dritten Runde, 1:39,7. Und ich denke, ich wechsle jetzt aufs nächste Motorrad. Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt so fährt. Okay, oh, was ist das denn? Aleix Espargaró hingefallen. Da soll ja eben die Aerodynamik ein bisschen besser sein. Ja, gefühlt schon beim Anbremsen merkt man den Unterschied. Man kann viel, viel leichter anbremsen, ohne dass das Motorrad bzw. das Vorderrad ins Rutschen gerät. Das war natürlich jetzt im Kiesbett. Also das Motorrad fühlt sich auch nicht so schlecht an, aber ich glaube tendenziell ist das erste ein bisschen cooler. Genau, da sehen wir nochmal die Unterschiede im Detail. Wie gesagt, kontrollierte Kraftstofflieferung wird deutlich verbessert. Fahrverhalten ist eben immer noch bei 1. Bei einem anderen wäre halt die Aerodynamik und Elektronik noch ein bisschen besser, aber das war schon gut so, also das Spec A. Motorrad, ja, damit echt eine deutliche Verbesserung. Mal schauen, was jetzt noch so kommen wird. Okay, gegen Pramac anscheinend ist der nächste Rivale. Bin ich mal gespannt. Genau, die 5 Johann Sarko. Geil, Mann. Okay, schauen wir mal rein jetzt, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe mal gut. Nee, Digga, das kann doch nicht sein. Wir sind noch weiter hinten. Ey, Mann. Also ist echt irgendwie so dumm. Wieso hat Ducati so ein krankes Entwicklungstempo? Ey, Mann. Also irgendwie ist das echt scheiße. Weil ich habe gehofft, ich kann um den Titel kämpfen. Jetzt hatte ich nochmal Erwartungen an die Updates. Die waren zwar nicht schlecht, aber wir kommen trotzdem nicht wirklich voran im Vergleich zu den anderen Teams. Also ist echt ein bisschen belastend, weil wären wir bei Aprilia wenigstens oder so, hätte man echt ein starkes Motorrad. Aber so fehlt halt echt sehr, sehr viel auf die Spitze, Freunde. Naja, damit war es das mit der heutigen Folge. Bisschen enttäuschend, weil Ducati ist so weit vorne. Naja, damit war es das. Haut rein, bis zum nächsten Part. Habt noch einen schönen Tag und ciao.